Wir sind hier, das Denken zu besichtigen, es auszuhorchen, während es sich allmählich vollzieht. Da steht es gegenwärtig zu seinem Anspruch, können wir dem Denken diese Intention schwerlich verbergen. Es muss also einwilligen in diese Intervention. Der Hochstuhl hier ist nicht der Richterstuhl aus Kants philosophischem Imaginären namens Gerichtshof der Vernunft. Er ist vielmehr eine Aussichtsbase für die Schau des Denkgewehrs im Imaginären. Ein Imaginäres, das es als immer auch schon Politisches zu begreifen gilt. Sie sind die Polis, die Gruppe, das Theatron, das zuerst das Publikum und dann erst das Theater bezeichnete. Zitat Castoriadis: Das Denken ist zugleich und mit einem Schlag Schau des Phantasma. Es mag sein, dass wir hier etwas Theatralischem beiwohnen. Das ist allerdings nur ein Teil dieses Experiments. Wenn ich etwas schreibe und denke und denke und schreibe, bewege ich meine Finger, aber auch die Darmtätigkeit verändert sich. Erst recht, wenn mir so viele Leute zuhören, zusehen. Das neuronale Orchester versetzt mich in sich in Schwingungen. Wie ein frei improvisierendes Orchester, ohne Noten, ohne Dirigent. Durcheinander, gelegen oder ungelegen, die Gelegenheit bestimmter Gedankengänge ergreifend. Sie fliegt so schnell wie der Wind.